Herzlich willkommen zu unserem Mittwochabend. Ich freue mich immer, wenn Sie alle kommen, um die Lehre des Buddhas zu hören. Und ich hoffe, dass Sie, nachdem Sie sie gehört haben, auch vielleicht einiges davon üben wollen. Denn nur dann bringt es uns Vorteile. Die Lehrrede, die wir heute zum 9. Mal durchnehmen, weil sie aus sehr vielen Teilen besteht, heißt, ohne Übung kein Fortschritt. Und da einige von Ihnen die anderen 8 Mal nicht hier waren, werde ich den ersten Teil der Lehrrede noch einmal vorlesen. So sehr auch ein Mensch, der keine Geistesschulung pflegt, den Wunsch hegen mag, ach, dass doch mein Herz von allem Trübsal befreit werde, so wird es eben dennoch nicht befreit. Und warum nicht? Weil er seinen Geist nicht entfaltet hat, wäre zu erwidern. Und entfaltet worin? In den 4 Grundlagen der Achtsamkeit, den 4 rechten Anstrengungen, den 4 Machtwerten, den 5 geistigen Fähigkeiten, den 5 geistigen Kräften, den 7 Gliedern der Erleuchtung und dem edlen 8-fachen Pfad. Was da aufgezählt wird, sind die 37 Erleuchtungsfaktoren und wir sind angelangt bei den 7 Gliedern der Erleuchtung. Und bei denen haben wir die ersten 3 auch schon besprochen und jetzt kommen die letzten 4. Das Gleichnis, was danach kommt, ist auch hilfreich und ich lese es vor, obwohl ja einige von Ihnen das bereits vielleicht mehr als einmal schon gehört haben. Gesetzt eine Henne, habe da 8 oder 10 oder 12 Eier gelegt, habe sie aber nicht genügend bebrütet, nicht genügend erwärmt, nicht genügend zur Entwicklung gebracht. Wie sehr nun auch jene Henne wünschen mag, ach, dass doch meine Küchlein mit den Krallenspitzen oder dem Schnabel die Eierschale durchbrechen und heil ausschlüpfen möchten, so werden sie eben doch nicht dazu imstande sein. Und warum nicht? Weil eben die Henne ihre Eier nicht genügend bebrütet, nicht genügend erwärmt, nicht genügend zur Entwicklung gebracht hat. So ist es auch mit einem Menschen, der keine Geistesschulung pflegt. Mit anderen Worten, wir können uns wünschen, all unser Leid, Kummer, Probleme, Sorgen loszuwerden. Wir werden sie nicht los. Es ist unmöglich. Wir müssen unseren Geist schulen. Wir können uns wünschen, dass all die Menschen, die uns stören, verschwinden. Das tun sie aber nicht. Und selbst sollten sie das tun, dann stören uns wieder andere. Wir können uns wünschen, was wir wollen, wenn wir uns nicht selber schulen, da kommt nichts raus. So ist das mit dieser Henne und ihren Küken. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Gleichnis, was man sich leicht merken kann. Denn wenn die da nicht sitzt und brütet, dann gibt's keine Resultate. Und so ist bei uns auch. Wenn wir nicht sitzen und meditieren, dann gibt's keine Resultate. Und nur mit Sitzen ist bei uns auch noch nicht genug. Denn man kann auch sitzen und dösen. Und man kann auch sitzen und fantasieren. Und man kann auch sitzen und die ganze Zeit denken. Und all diese 3 Dinge, die ich da genannt habe, sind ganz beliebt. Und werden auch ständig gemacht. Und da kommt auch nichts raus. Das Sitzen alleine genügt auch nicht. Und wir sind bei den 7 Gliedern der Erleuchtung, die zu den 37 Erleuchtungsfaktoren gehören, bei der Meditation angelangt. Die ersten 3 waren die Achtsamkeit als erstes, ist immer als erstes. Wenn man nicht aufpasst, was man macht, kommt überhaupt nichts daraus. Und zwar muss man auf sich selbst aufpassen. Und Achtsamkeit steht immer an der Spitze. Und auch die 4 Grundlagen der Achtsamkeit waren ein Teil dieser Erleuchtungsfaktoren. Und als nächstes kam dann die Willenskraft, die wir einsetzen müssen. Und zur Willenskraft gehört die Selbstdisziplin. Nicht allzu beliebt. Aber ohne das geht's nicht. Wir müssen die Willenskraft haben, uns so zu disziplinieren, dass wir das tun, was uns am meisten helfen kann.
nicht was am angenehmsten ist. Und da muss man selber darüber klar werden. Das, was am angenehmsten ist, glaubt man immer, süßes Nichtstun. Ich nehme an, jeder hat es schon probiert. Ist es wirklich süß? Das kann man auch nicht lange aushalten. Wer kann schon süßes Nichtstun von morgens bis abends aushalten? Man glaubt immer, wenn man was tut, das wäre doch wunderbar, wenn ich nichts tun müsste. Aber nichts ist weniger befriedigend, als gar nichts zu tun. Also, die Willenskraft als zweiter Faktor. Und als dritter Faktor besprachen wir schon die Untersuchung der drei Daseinsmerkmale. Ich erwähne das jetzt nur, um einen Zusammenhang zu bauen und vor allen Dingen diejenigen, die hier waren, daran zu erinnern, um was es ging. Die drei Daseinsmerkmale sind die Vergänglichkeit, das Unerfülltsein, die innere Unzufriedenheit. Es könnte, müsste doch noch mehr geben, es müsste doch besser sein, alles müsste eigentlich anders sein. Und das dritte Daseinsmerkmal, das am schwierigsten zu verstehen ist, worauf alles hinausgeht in der Buddha-Lehre, ist die Substanzlosigkeit. Da ich es aber bereits letztes Mal erklärt habe, will ich jetzt nicht darauf eingehen, sondern zu den nächsten vier Faktoren kommen, die jetzt dabei dran sind. Und zwar können wir daran sehen, dass die ersten drei mit Einsicht und Aufmerken zu tun haben, Achtsamkeit, Willenskraft, untersuchen. Die nächsten vier erst mit der Meditation. Und die Meditation als die meditativen Vertiefungen. Und da muss man sich darüber klar werden, dass Meditation nicht eine Methode ist, aber mit Methode anfangen muss. Da muss man irgendeine Methode sich zu eigen machen und bei der Methode auch bleiben. Und immer wieder üben. Ohne Übung kein Fortschritt. Und immer wieder üben und immer wieder üben, bis wir die Methode fallen lassen können. Und auf Anhieb meditieren können. Also, den Atem betrachten, was die traditionellste und bekannteste Methode ist, ist nicht die Meditation. Obwohl man vielleicht bis jetzt geglaubt hat, es wäre es. Es ist die Methode, um eines Tages meditieren zu können. Den Atem betrachten soll uns dabei helfen, den Geist einmal von den alltäglichen weltlichen Dingen abzubringen, dass er sich nicht die ganze Zeit überlegt, was er eigentlich tun könnte, tun wollte, tun möchte, was er nicht tun möchte, was ihm alles zu viel ist, wie er sich überfordert fühlt, wie ihm alles so schwierig ist, sondern überhaupt mal die ganze Welt fallen lässt und nur einmal gewahr wird, dass der Körper atmet. Alle, die das schon probiert haben, ich nehme an, dass mindestens 90% aller, die hier sind, das schon probiert haben, wissen, dass der Geist gar nicht dran denkt, mitzumachen. Das ist das Letzte, was er machen will. Im Gegenteil. Was er wirklich machen will, ist sich unterhalten mit sich selbst. Und dann hat er allerhand Geschichten, die er erzählt. Und diese Geschichten, die er erzählt, sind im Prinzip nicht nur, dass sie unwichtig sind, sondern sie geben uns aber doch einen Einblick in unsere eigene Geisteshaltung. Und da kann man zuerst einmal bei der Meditation feststellen, dass selbst die unkonzentrierteste Meditation noch Vorteile bringt. Und zwar, wenn man aufpasst. Wenn man nicht aufpasst, dann ist man nur beim entweder Dösen oder Rumsäuseln im Geist, so wie man es immer macht, dann ist keine Meditation. Aber wenn man aufpasst, hat man ganz sofortige Vorteile,
selbst wenn der Geist sich nicht konzentrieren kann. Und wenn man noch nicht intensiv geübt hat, und intensiv bedeutet längere Zeit, einen längeren Kurs oder längere Zeit, und längere Zeit kann man auch sagen lange Zeit, tagtäglich sehr geübt hat und genaue Anweisungen hat, dann wird der Geist sich noch nicht konzentrieren können. Denn es ist nicht das, was er sonst macht. Sonst konzentriert er sich nur, wenn es sein muss. Damit wir uns nicht die Finger abschneiden, damit wir die richtige Telefonnummer wählen, damit wir keinen Unsinn antworten, wenn wir gefragt werden, damit wir unseren Job ausführen können für unseren Lebensunterhalt. So lange passt er auf. Wenn das alles vorbei ist, passt er nicht mehr auf. Sehr häufig passt er sogar bei den Dingen nicht auf. Und dann haben wir gewisse Unfälle. Emotionale Unfälle, körperliche Unfälle und so weiter. Und da wundern wir uns, wieso es eigentlich nicht so klappt, wie wir es gerne hätten. Ja, der Geist macht nicht mit. Bei der Meditation ist es so, dass wenn wir also dem Geist sagen, jetzt pass mal schön auf den Atem auf und mach nichts anderes, dass das vielleicht kurzfristig funktioniert, sehr häufig sehr kurzfristig, manchmal ein bisschen länger, und dann er sich wieder mit seinem Denkarbeit beschäftigt und alle möglichen Gedanken hochkommen. Wenn wir jetzt aufpassen, können wir dadurch sehr viel lernen. Erstens einmal können wir lernen, was unsere Gedankenmuster sind. Sind sie negativ oder positiv? Sind diese Gedankenmuster sinnvoll oder sinnlos? Ist es immer wieder dasselbe oder kommt was Neues hoch? All das ist schon einmal interessant festzustellen. Dann können wir feststellen, dass dieses Denken uns von der Meditation abhält. Also nicht sehr hilfreich ist. Und dass die Gedanken, die da hochgekommen sind, absolut nicht glaubwürdig sind. Weil es einfach Gedanken sind. Und wenn wir zu dem Punkt gelangt sind, dass wir wissen, dass sie nicht glaubwürdig sind, dann haben wir einen großen Schritt getan. Denn genau das sollten wir im täglichen Leben auch erleben. Sie sind nicht glaubwürdig. Es sind einfach Gedanken. Und da wir bei der Meditation ja versuchen, wenigstens versuchen, aber auch lernen, die Gedanken mit der Achtsamkeit auf den Atem zu ersetzen, so können wir im täglichen Leben diese unglaubwürdigen Gedanken mit etwas anderem ersetzen, mit positiven. Die unglaubwürdigen Gedanken sind negativ. Sie machen uns das Leben schwer. Wir haben ein ganz besonderes Talent, uns selbst das Leben schwer zu machen. Dieses Talent, was wir da haben, können wir aber auch anderweitig verwenden. Und wir können uns nämlich auch mit unseren Gedanken das Leben versüßen, angenehm machen. Wir müssen nicht Dinge denken, die unangenehm sind. Manche Menschen machen das von morgens bis abends, denken überhaupt nichts anderes als unangenehme Gedanken und glauben, dass irgendjemand dran schuld ist. Das ist natürlich eine Katastrophe. Denen geht's dann wirklich nicht gut. Andere Menschen denken unangenehme Gedanken die ganze Zeit, glauben nicht mehr, dass jemand anders dran schuld ist, sind aber genauso unglücklich mit den unangenehmen Gedanken. Die meisten Menschen haben so halbe-halbe. Warten darauf, dass von außen etwas auf sie zukommt, was ihnen angenehme Gedanken verschaffen wird. Und wenn das nicht geschieht, suchen sich einen neuen Platz und einen neuen Menschen und neue Dinge und neue Situationen, damit endlich was Angenehmes auf sie zukommt, wo sie angenehm denken können. Die Frage ist das die richtige Art zu leben? Ich glaube kaum, dass irgendjemand sagen würde, das ist die richtige Art. Und ich glaube auch kaum, dass die meisten Menschen wissen, dass sie es machen. Aber wenn man einmal darauf
hingewiesen wird, dann merkt man es sehr bald. Und vor allen Dingen, wenn man sich die Ruhe und die Zeit nimmt, sich zur Meditation hinzusetzen und diese Gedanken im Geist herumsausen, dann merkt man, dass man das ja immer macht, die ganze Zeit. Und wenn wir dann in der Meditation das Ersetzen gelernt haben, und das dauert nicht allzu lange, wir müssen es einfach machen, wir müssen es dann so oft machen wie nötig, dann können wir das auch im täglichen Leben weiterführen. Und das Ersetzen bedeutet, dass wir uns das Leben etwas leichter machen, indem wir unsere Gedanken nicht einfach auf der negativen Ebene behalten, sondern sie mit positiven ersetzen. Wenn wir so weit gekommen sind, dass uns die Dinge, die auf uns zukommen, nicht mehr stören, dann ist das mit dem Ersetzen nicht mehr wichtig. Aber das dauert viele Jahre, bis man dahin kommt. Am Anfang ist Ersetzen die Hauptarbeit. Das Negative mit dem Positiven. Bei der Meditation jeden Gedanken, der kommt mit der Achtsamkeit auf den Atem. Am Anfang scheint das mühsam. Sollte man aber in der Lage sein, einmal ein paar Atemzüge nicht zu denken, dann merkt man, wie beruhigend das ist. Wie beruhigend es ist, überhaupt nicht zu denken, ist die einzige Beruhigung, die der Geist je bekommen kann. Nichts anderes kann ihn beruhigen. Es ist so, wenn wir den Körper zur Arbeit benutzen und dann nachts nicht schlafen legen würden, würde er innerhalb von 2 oder 3 Tagen überhaupt nicht mehr arbeitsfähig sein. Den Geist lassen wir den ganzen Tag arbeiten und gönnen ihm überhaupt keine Ruhe, denn nachts macht er immer weiter. Er träumt und erzählt wilde Geschichten, die wir vielleicht früh morgens dann gar nicht mehr wissen. Die einzige Ruhe, die er je bekommen kann, um sozusagen aufzutanken, um sich neue Energie zu verschaffen, um den, die er braucht, um überhaupt klar zu sehen, ist durch das Nichtdenken in der Meditation. Natürlich kann man das, wenn man es gelernt hat, auch im täglichen Leben weiterführen. Denn nichts zu denken ist, braucht man nicht zu denken. Aber die meisten Menschen, das heißt, es gibt sehr wenige, die überhaupt das geübt haben, meisten Menschen geht der Geist ständig hin und her und her und hin. Das ist die Diskursivität des Geistes, die ganz natürlich ist. Aber in dieser Natürlichkeit ist weder Glück noch Frieden zu finden. In dieser Natürlichkeit sind wir der Aktivität des Geistes ausgeliefert. Wir haben keine Kontrolle und lassen uns von unserem eigenen Geist Geschichten erzählen, die wir dann glauben. Das heißt also, dass das Lernen selbst in der unkonzentriertesten Meditation erstens einmal das Ersetzen ist, zweitens einmal das Erkennen, dass die Gedanken nicht glaubwürdig sind, sondern einfach Gedanken, dass sie den Geist so ermüden, dass wir abends todmüde ins Bett fallen, auch wenn wir gar keine körperliche Arbeit geleistet haben. Einfach die Denkarbeit, die ständig vonstatten ging. Wir lernen unsere eigenen Gedankenmuster kennen und wir merken auch etwas, was ganz bedeutsam ist, dass wir nicht im Hier und Jetzt leben. Sollten wir einmal in der Lage sein, wirklich im Hier und Jetzt zu leben, dann würden wir in der Sekunde niemals ein einziges Problem haben. Denn wenn ich auf meinen Atemzug achte, gibt's kein Problem. Die ganzen Probleme sind entweder Erinnerungen,
an Dinge, wie sie hätten sein sollen und nicht gewesen sind, oder aber Zukunftsträume, wie die Dinge sein sollten, wenn man selber darüber irgendeine Macht ausüben könnte, wie man sie erhofft, erwünscht, so dass ständige Unruhe herrscht. Die Ruhe kommt in der einen Sekunde. Und dazu gehört, dass man dann auch mal merkt, dass es überhaupt keine Möglichkeit gibt, anders zu erleben als in dieser einen Sekunde. Alles andere ist ausgedacht. Vergangenheit mit Erinnerungen, die sowieso nicht genau stimmen, Zukunft mit Hoffnung, alles ausgedacht. Die Wirklichkeit ist in dieser einen Sekunde. Und in dieser einen Sekunde muss man alles andere fallen lassen, um in dieser einen Sekunde zu leben. Die Menschheit versucht, sich ihr Leben zu erdenken. Durch die Meditation lernen wir, unser Leben zu erleben. Und das ist der Sinn der Sache, das Leben zu erleben. So wie wir wirklich sind. Wir sind von Natur aus spirituelle Wesen. Wir haben von Natur aus inneren Frieden und inneres Glück, wo wir aber nicht ran können, weil wir denken. So einfach ist es. Leider ist es nicht ganz so einfach, mit dem Denken aufzuhören. Es ist eine derartige Gewohnheitssache, nicht nur von diesem Leben, sondern von vielen Leben, und wird auch prämiert. Das heißt also, wenn jemand gut denken kann, Philosophen, so glaubt man, das sind außergewöhnliche Menschen. Die meisten Philosophen sind äußerst unglücklich gewesen und haben das auch in ihren Schriften zum Ausdruck gebracht. Und manche sind derartig unverständlich, dass man dann, wenn man versucht, das zu verstehen, glaubt, dass das wirklich Genies sein müssen. Aber wenn man sich ihre Leben anguckt, waren sie keine Lebensgenies. Wir haben nur noch komplizierter gedacht als wir. Die Einfachheit macht's. Der Buddha hat die Einfachheit sehr gepriesen. Er hat gesagt, wenn man die Wahrheiten einfach erklären und einfach verstehen kann, hat man ein großes Plus. Es ist im Prinzip ganz einfach. Nur, man muss es auch nachvollziehen. Man muss wissen, dass es einen persönlich angeht, dass man selbst verantwortlich ist, man muss selbst Verantwortung übernehmen. Total. Kein anderer ist schuld. Überhaupt niemand ist schuld, man selber ist auch nicht schuld. Es ist so, wie es ist, Selbstverantwortung übernehmen. Und man muss sich darüber klar werden, und die meisten Menschen sind sich darüber klar, dass so, wie man lebt, man nicht inneren Frieden, inneres Glück unabhängig von äußeren Umständen finden kann. Darüber sind sich ja die meisten Menschen klar. Sie drücken es vielleicht anders aus. Aber da muss man noch den Anweisungen folgen, um es doch zu finden. Und das ist dann schon etwas mühsam. Und dazu gehört dann die Willenskraft der Selbstdisziplin. Immer wieder. So wie die Henne sich immer wieder hinsetzen muss, damit die Eier warm genug sind, damit die Küken ausschlüpfen können. Natürlich, bei ihr spielt der Naturinstinkt eine Rolle. Bei uns sind die Naturinstinkte durcheinander gekommen. Wir haben diesen Naturinstinkt, dass wir eigentlich Frieden in uns erleben wollen. Irgendwo im Geist, aber nicht mehr im Gefühl. Denn wenn das dieser Naturinstinkt, der total richtig ist, wenn wir den als oberste Priorität hätten, dann würden wir uns alle, jeden Tag, immer wieder hinsetzen und ganz intensiv die Meditation betreiben. Aber der ist irgendwie durch die ganze Art dieses Lebens, das in der heutigen Gesellschaft vonstatten geht, verloren gegangen, der Naturinstinkt. Wenn wir die Naturinstinkte weiter hätten,
die wirklich auf die Wahrheiten hingehen, dann würden wir auch mit unserer Natur um uns herum anders umgehen. Ja, mit der schon gehen wir nicht richtig um, geschweige mit der Natur in uns. Aber wir können dahin zurück, es ist gar kein langer Weg. Wir müssen uns nur einmal aufmachen. Eine Reise von 1000 Kilometer fängt an mit dem ersten Schritt. Und wenn wir uns aufmachen auf den Weg und weiter schreiten, sind wir garantiert auf einem Weg, der uns hilft. Nur, es ist immer wieder, sich daran zu erinnern. Die Methode der Meditation ist also nicht die Meditation und dennoch lernen wir viel davon. Wir lernen sehr viel davon, weil wir uns selber kennenlernen. Aber nur, wenn wir aufpassen. Und aufpassen heißt Achtsamkeit. Und das lernen wir durch die Meditation. Denn wenn wir ein bisschen nur geübt haben, noch nicht sehr lange, dann wird uns klar, dass die Achtsamkeit auf den Atem uns hilft, im Hier und Jetzt zu sein. Und wir können das dann im täglichen Leben weiterführen. Zwar nicht von morgens bis abends, das wird uns nicht gleich gelingen, aber dennoch hin und wieder. Und je mehr wir Achtsamkeit benutzen, das heißt, nur in dieser einen Sekunde sein, mit der einen Sache beschäftigen, die wir tun, nichts anderes machen als das, ist ein ganz bedeutsamer Läuterungsprozess. Wenn wir achtsam sind, können wir nicht gleichzeitig hasserfüllt, ärgerlich, unglücklich oder ablehnend sein. Wir sind achtsam. Wir können nur ein Ding zur Zeit im Geist haben. Allerdings ist unser Geist so beweglich, dass der Buddha gesagt hat, man kann 3000 Geistesmomente im Blinken eines Augenlides haben. Glücklicherweise haben wir nicht ganz so viele. Aber wir können aber den Geist so schnell hin und her bewegen, dass wir eine Millisekunde achtsam sind und die nächste Millisekunde wieder irgendwas anderes machen. Das gibt sich durch Übung. Sollten wir wirklich üben und wirklich mal aufhören mit der Denkerei, die ja an sich während der Meditation überhaupt nichts bringt. Nicht nur wenig, sondern gar nichts. Sie bringt noch nicht mal die Achtsamkeit, sie bringt keine Einspitzigkeit, sie bringt keine Ruhe und sie bringt keine Läuterung. Eine Sekunde der Konzentration ist eine Sekunde der Läuterung. Haben wir also lange genug geübt und lange ist bei jedem verschieden. Es ist unmöglich zu sagen, was lange bedeutet. Bei manchen Menschen ist es kurzfristig, das sind karmische Resultate. Bei manchen Menschen dauert es recht lange. Aber jeder kann es, wenn er übt. Kommt der Moment, wo der Geist so geschmeidig und nachgiebig und willig ist, dass er sich dem Meditationsobjekt, dem Atem, hingibt. Ohne Hingabe keine Meditation. Dass sich hingeben können, bedeutet, dass man seine Ich-Position zu der Zeit aufgibt. Daher die große Schwierigkeit. Denn jeder hantiert rum mit seiner Ich-Position. Diese Ich-Position ist manchmal, ich kann alles besser als andere, manchmal ist es, ich kann alles schlechter als andere, manchmal ist es, ich bin genauso gut wie andere, manchmal ist es, ich bin wichtiger, ich bin nicht so wichtig, man hat mich nicht genug anerkannt, was immer es sei. Jede von diesen Gedanken sind die Ich-Position. Ich möchte etwas werden, ich möchte etwas darstellen, ich möchte etwas loswerden, alles ist die Ich-Position. Was immer es sei, wenn man sich der Meditation hingibt, muss man kurzfristig diese Ich-Position aufgeben. Das kann man mit Hingabe. Mit Hingabe, wenn man weiß, wieso man meditiert. Wenn man nicht glaubt, dass das nun eine
aufoktuierte Schwierigkeit ist, das Meditieren, sondern man weiß, dass dieser denkende Geist eine aufoktuierte Schwierigkeit ist. Das heißt also, man die Sache umdreht. Im Prinzip ist in der Dhamma-Lehre sowieso alles 180 Grad umgekehrt, wie es sonst in der Welt geschieht. Wenn wir also in der Lage sind, mal kurzfristig diese Position aufzugeben und uns der Atembetrachtung hinzugeben, und das braucht man gar nicht lange zu tun, einige Zeit, aber nicht sehr lange, dann passiert Folgendes. Dann wird der Atem feiner und feiner, weil nämlich durch die Hingabe und durch das Nichtdenken der Geist feiner und feiner wird. Deswegen ist auch der Atem die traditionelle Meditationsmethode, weil die beiden ganz eng miteinander verbunden sind. Wenn man aufgeregt ist und ärgerlich, atmet man schwer. Wenn man ruhig ist und der Geist ist beruhigt, ist der Atem auch ruhig. Wenn der Atem ganz fein wird und man ihn sogar eventuell gar nicht finden kann, dann machen die meisten Menschen es so, dass sie einen tiefen Atemzug nehmen, damit sie ihn wieder finden können. Oder kriegen Angst, dass sie nicht am Leben bleiben, weil sie den Atem nicht gefunden haben. Das ist der falsche Weg. In dem Moment, wo der Atem ganz fein geworden ist, ist es möglich, nach innen, in sich hinein zu spüren, sich von dem Atem als Meditationsobjekt zu trennen. Das ist die Methode der Atem. Das ist nicht die Meditation. Und wenn sich von ihm getrennt hat und nach innen hineinspürt, hat man sozusagen die Schwelle nach innen übertreten. Es ist so, dass dort bei uns im Inneren etwas existiert, immer vorhanden, nicht nur durch die Meditation, in der Meditation, was aber nur auffindbar ist, wenn wir aufhören zu denken. Und wenn wir das einige Zeit machen, das Aufhören des Denkens. Und wenn wir dann nach innen spüren, ist dort ein entzückendes Empfinden zu finden. Auf Pali heißt das Piti, P-I-T-I, und das ist die vierte Position bei den sieben Faktoren der Erleuchtung. Die erste war Achtsamkeit, zweite war Willenskraft, dritte war die Untersuchung der Daseinsmerkmale und dieses Entzücken ist die vierte Position. Daraus kann man entnehmen, dass der Weg des Buddha, der Weg, der zur Erleuchtung führt, der Weg, der zur vollkommenen Freiheit führt, über diese Meditationserlebnisse führt. Ob man zur vollkommenen Freiheit kommt oder nicht, ist eine zweite Frage. Auf jeden Fall ist es möglich, durch die Meditationserlebnisse, die nicht mehr Methode sind, ein ganz anderes Weltbild und Ich-Bild zu bekommen. Und sobald wir ein anderes Weltbild, ein anderes Ich-Bild haben, dann stört uns die Welt nicht mehr ganz so, wie sie es bisher gemacht hat. Und das Ich ist nicht mehr ganz so im Vordergrund. Es bleibt zwar genauso bestehen wie bisher, aber da wir bereits eine Erfahrung gemacht haben, dass wir mit der momentanen Aufgabe der Ich-Position etwas erleben können, was neu und vollkommen beglückend ist, so fällt es uns etwas leichter, uns nicht ganz in den Vordergrund zu stellen. Das bedeutet nicht, dass andere Leute mit uns, wie sagt man, Schlitten fahren können. Überhaupt nicht. Schlitten fahren braucht man Schnee. Mit dem sind wir zu Ende jetzt endlich. Es hat überhaupt nichts damit zu tun. Es hat nur etwas damit zu tun, dass wir die Welt etwas aus der Vogelperspektive sehen. Und ein bisschen von oben herunterschauen. Und in dem Moment, wo wir
das von oben herunterschauen, stehen wir nicht mehr mittendrin und werden von jeder Sache, die geschieht, vollkommen berührt. Dieses Entzücken hat viele verschiedene Arten. Es ist ganz unwichtig, welche Art bei uns hochkommt. Ich werde die üblichsten mal nennen, falls jemand doch schon mal sowas erlebt hat, dann weiß er wenigstens, was es ist. Auf jeden Fall ist es jetzt im Verlauf dieser Lehrrede dran. Die üblichsten sind ein Gefühl der Leichtigkeit. Nicht dieselbe Schwere des Körpers, wie wir sie kennen, nicht dieselbe Gefühl der Solidität, sondern ein leichtes Gefühl, eine Leichtigkeit. Es kann so leicht werden, dass man das Gefühl bekommt, dass man schwebt. Was natürlich nur ein Gefühl, schweben tut man deswegen noch lange nicht. Aber das Gefühl ist da. Es kann ein Gefühl sein, dass ein Rieseln oder Rinseln durch den ganzen Körper geht, dass das äußerst angenehm ist. Eine innere Wärme, aber nicht Hitze. Hitze ist genau das Falsche. Wenn eine Hitze kommt, so hat man sich zu sehr aufs Resultat ausgerichtet und angestrengt, ein Resultat zu bekommen. Das geht bei der Meditation nicht. Es geht überhaupt im Leben nicht, Resultat denken. Aber bei der Meditation schon gar nicht. Das Resultat bekommt man, wenn man alles andere loslässt. Das ist das Resultat. Aber etwas haben wollen in der Meditation ist genau das Gegenteil von dem, was uns helfen kann. Wenn ich jetzt denke, ich hätte gern dieses angenehme Gefühl, kann ich mich ja nicht mehr konzentrieren, ne? Dann ist ja nichts weiter da, wie ich hätte gern das Resultat, ohne die Arbeit zu verrichten. Also es geht nur darum, alles loszulassen, die Konzentration zu benutzen und dann dieses Gefühl, wenn es vorhanden ist, als Konzentrationsobjekt weiterzuführen. Es kann sein, dass diese innere Wärme auch ein Gefühl der Ausdehnung einem gibt. Es kann sein, dass dieses Gefühl die Grenzen des Körpers zu verlieren sei, ist. Es gibt 17 verschiedene Arten und man braucht nie jemanden zu fragen, ob es das Richtige war, weil es ist entzückend. Und jeder weiß, was entzückend ist. Da braucht man nicht erst zu fragen. Und wenn man das zum ersten Mal erleben sollte, weil man nun doch geübt hat, dann sagt der Geist im Allgemeinen sofort, ach, was war denn das? Das war ja wunderbar, das möchte ich aber immer haben. Natürlich ist dabei die Konzentration sofort verloren gegangen und man muss von vorne anfangen. Das ist kein Problem. Das einzige Problem, was dabei ist, ist das Wunschdenken. Jetzt möchte ich es wieder haben. Das funktioniert nicht. Davon möchte ich in diesem Zusammenhang warnen. Aber das ist alles nur möglich, wenn man übt, tagtäglich, immer wieder. Und den Geist danach ausrichtet, dass er endlich mal Ruhe geben soll. Und dazu kommen immer noch andere Faktoren. Man muss den Geist auch danach ausrichten, dass man im Tagesablauf achtsam ist, aufpasst. Und nicht dem Geist erlaubt, alles zu tun, was ihm passt. Und die meisten Menschen lassen den Geist alles tun, was ihm passt. Und dann wundern sie sich, wieso sie nicht glücklich sind. Dass sie nicht glücklich sind, ist selbstverständlich. Aber sich darüber wundern, ist ein Fehlgedanke. Wenn der Geist machen darf, was er will, dann kann er nicht glücklich sein. Denn wenn er glücklich wäre, zu was braucht man dann zu meditieren? Zu was brauchen wir dann innere Glück und inneren Frieden finden? Das heißt also, wir müssen auch tagsüber nicht daran vergessen, dass wir ein höheres Ideal haben und ein Ziel vor Augen in unserem Leben, das nicht mit der Alltagsmentalität zu tun hat. Dass wir ein höheres Ideal verfolgen wollen. Und wenn wir uns daran erinnern,
dann wird es uns auch möglich sein, uns an die Achtsamkeit zu erinnern. Nur das, nur auf das aufpassen, was in dieser einen Sekunde stattfindet. Die meisten Menschen sind total diffus in ihrem Denken und haben außerdem ständig Wünsche. Wünsche haben ist die Ursache für Kummer haben. Denn es bedeutet eine Mangelerscheinung. Irgendetwas haben wir nicht. Also möchten wir was anderes. Auf die Art und Weise können wir nie glücklich werden. Und daher ist es nicht verwunderlich, dass die Menschheit nicht glücklich ist. Und noch dazu, in einer Wohlstandsgesellschaft, wie hier im Westen, wo die Menschen alles haben, was sie zum Leben brauchen und dennoch nicht glücklich sind. Der Geist leitet alles an. Wenn wir den nicht üben, wenn wir dem nicht seine tägliche Möglichkeit geben, einmal zur Ruhe zu kommen und nicht sich mit den Dingen zu beschäftigen, die ihn immer wieder erregen, können wir nicht glücklich sein. Dass andere Menschen in unseren Augen fast alles falsch machen, hat damit überhaupt nichts zu tun. Die müssen selber den Weg zum Glück einschlagen. Und ob das schon stimmt, dass sie fast alles falsch machen oder nicht, ist ja auch noch nicht ganz klar. Das sind ja Meinungen. Das könnten wir eigentlich sehr gut fallen lassen, diese Meinung. Wenn uns andere Menschen stören, und im Allgemeinen werden wir am meisten von anderen Menschen gestört, andere Dinge sind ja nicht so störend, dann müssen wir uns darüber klar werden, dass uns im Prinzip nichts anderes stört als unser eigener Geist. Gar nichts anderes. Das heißt nicht, dass wir nicht erkennen können, was andere tun und was wir tun. Natürlich können wir es erkennen, aber wir brauchen es nicht stören zu lassen. Und da müssen wir uns klar werden, wir lassen uns nur vom eigenen Geist stören. Und dazu ist die Meditation da, dass wir uns eines Tages nicht mehr von unserem eigenen Geist stören lassen. Ist doch an sich ein Wahnsinn, sich von seinem eigenen Geist die ganze Zeit stören zu lassen. Die meisten Menschen kommen nie dahinter, dass es der eigene Geist ist, der das macht. Die glauben, dass alles andere ist dran schuld, nur nicht der eigene Geist. Wenn man aber in der Meditation erstmal nur zu diesem ersten Schritt, und das ist die erste meditative Vertiefung, gekommen ist, diesem allerersten Schritt, dann weiß man, es ist mein Geist. Und ich kann ihn, da ich mich jetzt konzentrieren kann, auch so weit in Kontrolle haben, dass ich loslassen kann. Das ist auch noch ein Punkt, der vielen Menschen Schwierigkeiten macht. Die glauben, dass wenn sie loslassen von allem, was sonst sich überlegen und denken und über und womit sie zu tun haben, dass sie dann keine Kontrolle mehr haben. Genau das Gegenteil ist die Wahrheit. Solange man noch unglücklich werden kann, hat man keine Kontrolle. Erst in dem Moment, wo wir den Geist dorthin bringen, wo er uns Glück verschafft, haben wir die Kontrolle gefunden. Das ist genau das Gegenteil. Das heißt also, wir sind damit beschäftigt, loszulassen. Und das, was wir loslassen, sind unsere Wünsche, Meinungen, Ansichten. Und zu den Wünschen gehören alles das, was wir auch nicht haben wollen. Also die Wünsche des Habenwollens und des Nichthabenwollens. Und wo wir den Geist einmal zur Ruhe kommen lassen. Und wenn wir dann in uns dieses Entzücken erlebt haben und es immer wieder üben, so können wir darauf zurückgreifen zu jeder Zeit. Wenn man geübt ist in der Meditation, kann man diese erste Vertiefung zu jeder Zeit erleben. Dazu muss man sich noch nicht mal auf ein Kissen setzen und Ruhe haben. Dazu muss man aber üben. Es geht nicht ohne Üben.
Da muss man schon gewillt sein, Zeit dafür zu geben. Das ist auch eine sehr häufige Erklärung. Ich habe keine Zeit. Ja, wieso nicht? Da sollte man mal sich überlegen, wenn man auf seinem Totenbett liegt, ist das eine Entschuldigung? Ich habe keine Zeit gehabt, meinen Geist in Ordnung zu bringen. Dann ist die Sache vorbei. Wenn man dann da liegt, da ist bestimmt keine Zeit mehr. Dann ist zu spät. Also es wäre vielleicht doch sehr günstig, sich mal vorher zu überlegen, was man mit seinem Geist machen kann. Und es ist nur möglich in der Meditation. Anders ist es nicht möglich, den Geist zur Ruhe zu bringen. Dieses Erste, was wir da erleben, ist der Anfang der inneren Wahrheit, die in uns lebt. Die meisten Menschen auf der Welt, von jeher, nicht nur jetzt, aber noch schlimmer jetzt vielleicht, kommen dem nie nahe. Die Mystiker aller Zeiten haben es alle praktiziert und gewusst und erklärt. In ihren eigenen Worten, die immer darauf aufgebaut waren, welcher Tradition, welcher Religion sie folgten, es ist immer vorhanden. Nur so kann man den Weg einer spirituellen Aufbaus in sich selber gehen. Wenn man einmal das Alltagsdenken vollkommen fallen lassen kann. Natürlich brauchen wir das Alltagsdenken, um unseren tagtäglichen Verpflichtungen nachzukommen. Aber das ist viel einfacher, ihnen nachzukommen, wenn wir wissen, dass wir auch morgens und abends etwas ganz anderes erleben können. Dass uns das nicht verfolgen muss bis in den Schlaf hinein. Die meisten Menschen werden von ihren Gedanken verfolgt, bis sie endlich einschlafen. Und fangen sofort damit wieder an, wenn sie aufwachen. Und sehr häufig sind diese Gedanken nicht angenehm. Sie sind immer mit irgendetwas verbunden, was sein sollte und eventuell gar nicht ist oder werden sollte und noch nicht ist. Nichts davon trägt zur Ruhe bei. Wenn wir also unseren Verpflichtungen im Tage nachkommen, was ja für jeden eine absolute Notwendigkeit ist, so sind dies viel leichter zu bewerkstelligen, viel einfacher, ohne Schwierigkeiten, ohne dieses Gefühl, ich bin überfordert, ohne überhaupt diese ganzen negativen Widerstände. Und ach, ich muss mich ausruhen, ich habe das und jenes schon gemacht. Alles ist viel einfacher, wenn wir wissen, das ist ja nur die alltägliche Kulisse, die wir brauchen, weil wir eben einen Körper haben. Aber sie ist nicht die innere Wahrheit, mit der, die wir wiedererleben können, wenn wir uns hinsetzen zur Meditation. Selbstverständlich ist dieses entzückende Empfinden nur der Anfang. Wir meditieren nicht des entzückenden Empfindens wegen. Wir meditieren, um eine andere Bewusstseinsebene zu erleben, um den Alltagsgedanken fallen lassen zu können, um zu wissen, dass etwas ganz anderes in uns lebt, ständig lebt, als das, womit wir uns ständig beschäftigen. Das, womit wir uns ständig beschäftigen, ist alles total unwichtig, wenn wir auf unserem Totenbett liegen. Einmal überlegen. Der Buddha hat den Vorschlag gemacht, dass man sich jeden Tag an seinen eigenen Tod erinnert. Dass einem das nie fremd ist. Man kann es auch mehr als einmal tun. Damit man weiß, was wirklich wichtig ist. Was ist wichtig? Wenn wir selber Glück und Frieden haben, verbreiten wir Glück und Frieden um uns. Wenn wir selber unglücklich, ärgerlich, ablehnend, nervös, neidisch, auftrumpfend, emotionell sind, verbreiten wir genau das um uns.
Wie könnte es anders sein? Das sind die Ausstrahlungen, von denen wir sprechen bei Menschen. Diese Ausstrahlung können wir nicht verstecken. Wir können stumm sein und nichts sagen. Die Ausstrahlung ist dennoch da. Unsere Kommunikation ist nur 7% verbal. Alles andere ist auf unseren Ausstrahlungen basiert. Und die können wir nur ändern, wenn wir einmal in uns das finden, was bei jedem vorhanden ist, was verschüttet ist durch Ideen, Gedanken, Meinungen, Reaktionen. Vor allen Dingen suchen wir Bestätigung von außen, obwohl wir jederzeit Bestätigung von innen haben könnten. Wir können jederzeit das haben von innen, was wir immer von außen suchen. Wir brauchen das alles nicht. Man muss üben. Es gibt nur drei Dinge, die zu tun sind. Das erste ist üben, das zweite ist üben und das dritte ist üben. Weiter gar nichts. Und in ein paar Minuten werden wir anfangen zu üben. Und jetzt wäre noch Zeit, Fragen zu stellen, wenn jemand eine Frage hat. Ist es ein Ausweichen, wenn ich zu viele Gedanken habe, ist Gott überwältigt? Bitte? Ist es ein Ausweichen, wenn ich meinen starken Gedankenstrom, den ich manchmal habe, Gott übergebe? Und nimmt das? Ja, manchmal funktioniert. Ja, das ist ja auch eine Idee. Und kommt dann die Konzentration? Ja. Also besser wäre es zu ersetzen, dass sich klar darüber zu sein, dass ich ersetze. Aber das Übergeben ist auch nicht schlecht. Vor allem, wenn es funktioniert. Im Prinzip ist alles, was funktioniert, gut. Aber da ist natürlich ein bisschen Fantasie dabei, ne? Also die Realität, und der Buddha war ein äußerst realistischer, pragmatischer Lehrer, die Realität ist, dass wir das eine mit dem anderen ersetzen. In diesem Gedankenstrom mit der Achtsamkeit auf den Atem ersetzen. Aber wenn es geht, wenn es hilft, auch nicht schlecht. Was gibt's noch? Also um diese Anweisungen vom Buddha zu befolgen, muss ich also meinen Geist in mindestens drei Instanzen aufteilen. Ja. Die eine Instanz, die beobachtet meinen Geist, ein Teil meines Geistes. Ja. Und also das Beobachter und das Beobachtete. Und dann als drittes die Ratschläge vom Buddha oder von dir. Und da muss der Beobachter immer schauen, aha, stimmt das jetzt überein oder nicht? Und wenn nicht, umschalten. Ja. Und das ist also ein dauerndes Wechselspiel zwischen diesen drei Instanzen. Und wenn das dann einmal gelingt, dann ist also das Objekt unter Umständen weg, wenn es also unter Kontrolle ist. Und die Leere braucht man auch nicht mehr. Und dann bleibt eigentlich zum Schluss nur noch der Beobachter, der dann sagt, das ist okay, oder? Da hat aber was ausgedacht. Also am Ende bleibt noch nicht mal der Beobachter. Am Ende bleibt noch nicht mal der Beobachter. Wenn es wirklich zum Ende kommt, wird der Beobachter und das Beobachtete eins. Aber was du da so ungefähr angeschnitten hast, ist die Wissensklarheit. Und zwar ist die Wissensklarheit eine Kumpane von der Achtsamkeit. Die Achtsamkeit weiß nur, was geschieht. Und bei der Wissensklarheit soll man den Geist darauf richten, was der Zweck eigentlich ist von dem, was ich da denke, sage oder tue. Und wenn dann der nächste Schritt wäre, zu überlegen, habe ich die besten Mittel? Und wenn ich die besten Mittel habe, ist das alles übereinstimmen mit den Anweisungen des Buddha.
den Zweck und die Mittel. Und dann erst sich mit der Sache beschäftigen, also den Gedanken weiterführen, wenn es alles in Übereinstimmung ist. Und oder die Worte oder die Taten. Und am Ende nachschauen. Habe ich den Zweck erfüllt? Also, was du da ausgedacht hast, hat schon eine Berechtigung. Es ist diese der Begleitung der Achtsamkeit durch die Wissensklarheit. Und natürlich ist dabei ein Beobachter, der Geist beobachtet, was da geschieht. Und das beobachtet, was eigentlich da geschieht. Und zwei Dinge, nicht wahr? Und dazu muss man dann noch erkennen können, was es eigentlich ist. Also das stimmt schon. Aber der Geist ist ja ständig mit solchen Dingen beschäftigt. Er tut nur nicht sich dem Dhamma nähern, sondern im Allgemeinen überlegt er sich, habe ich einen Vorteil davon, wenn ich das jetzt mache? Oder kann ich damit Geld verdienen? Oder wird das vergnüglich sein? Oder so etwas. Wogegen bei der Wissensklarheit die Frage ist, die Frage ist, kann man noch einfacher formulieren, hätte der Buddha das gemacht? Und wenn die Antwort ja ist, dann weitermachen. Aber wenn es zu einer Totalität des der Ich-Aufgabe kommt, und was zum Beispiel der Fahrtmoment wäre, dann ist der Beobachter und das Beobachtete eins. Da ist kein Beobachter. Das ist nur das, was existiert. Das hat man also sozusagen zu der Zeit die Ich-Position aufgegeben. Aber solange wir die Ich-Position halten, und das tut ja jeder mit allen Kräften, zu der Zeit sollte man versuchen, diese zu erkennen, ob das, was man denkt, spricht und tut, zum Guten führt. Nur zum Guten, ne? Also das ist nicht das Falsche, was du dir da ausgedacht hast. Ja. Der Gedanke ist es einfach, das Negative ins Positive zu kehren. Also zum Beispiel, ich denke, ich bin nicht wert oder so, dass ich das ins Positive kehre, ich bin wertvoll, oder? Ja. Wenn ich denke, ich bin nichts wert, dann kann man das umkehren. Aber das wird nicht so einfach sein. Da wäre vielleicht ein Zwischenschritt nötig. Und zwar wäre der Zwischenschritt vielleicht, wieso denke ich denn das eigentlich? Wie komme ich denn auf diese Kata-Idee, dass ich nichts wert bin? Oder genau das Gegenteil, wie komme ich denn auf diese wahnwitzige Idee, dass ich mehr wert bin? Wieso sondere ich mich denn von dem Rest der Menschheit ab? Wieso sehe ich mich nicht als ein Teil der Familie der Menschheit? Und immer weiter das befragen, bis die Sache ganz klar ist, dass das Unsinn ist. Und dann ist es einfach. Wenn man einfach sagt, jetzt ersetzt mal mit dem Gegenteil, da kommt nicht allzu viel raus, weil nämlich diese Minderwertigkeitskomplex sich sehr leicht dann, wenn ich sie ersetzen will, kriegt man dann so einen Überheblichkeitskomplex. Das nützt auch nichts. Sondern die Sache mehr untersuchen, wozu mache ich das? Und wie kann ich mich mehr integrieren in diese ganze Schöpfung? Und das kommt auch nur durch die Meditation, diese Integration. Aber man muss schon meditieren. Dann ist es nicht schwierig. Dann erlebt man es. Aber gerade bei so etwas wäre vielleicht so eine Fragestellung wichtig. Ne? Noch etwas? Ja. Warum ist es so schwierig, dass Frieden und Glück oder das, was du vorhin angedeutet hast, dass das ja in uns drin ist, also was ganz Naturgegebenes, warum fällt es uns so schwer, das zu finden? Ich habe immer gedacht, als ich da damit angefangen habe, dran zu arbeiten, dass es von außen her und sehr oder mir sehr schwer gemacht worden ist, von der Erziehung her, Eltern und Lehrer und so weiter, dass es da gar nicht so einfach ist, das zu finden in mir drin. Ja, und da bin ich immer noch dabei, ja, warum ist es so schwierig? Andererseits spüre ich schon, ja, es ist in mir drin, aber immer wieder kommt so ein kleiner Zweifel oder immer wieder
so irgendwas von außen, das dann wieder sagt, doch nicht so ganz. Ja. Was ist das, was uns da so transzweifeln lässt, oder ist es doch irgendwie was von außen, das uns dann daran hindert, dass wir das in uns drin erfahren können oder finden können oder erleben? Das ist die Ich-Illusion. In dem Moment, wo das Ich sich zeigt, in irgendeiner Weise, ist es unmöglich, da hineinzukommen. Wenn wir uns konzentrieren können, müssen wir die Ich-Position wenigstens kurzfristig aufgeben. Und das ist die Schwierigkeit. Nicht ich meditiere, ich denke, ich will sein, ich will haben, ich möchte etwas bekommen, sondern Atem. Es atmet. Nicht ich. Einfach da sein. Nur mal da sein. Und dieses nur da sein können die meisten Menschen nicht. Weil das Ich ist dazwischen. Ich bin da. Und das ist die Schwierigkeit. Im Moment, wo man das nur kurzfristig aufgeben kann und sich hingeben kann, und das ist auch natürlich verbunden mit der Liebesfähigkeit. Je mehr Liebesfähigkeit man hat, desto einfacher ist es, sich hinzugeben. Und dann hat man es auch schon geübt. Dann ist es möglich. Und solange man noch glaubt, dass irgendetwas von außen einem diese Möglichkeit des Glücks versperrt, solange kommt man überhaupt nicht dahinter. Die Welt ist so wie sie ist. Und die Eltern sind genauso unerleuchtet wie wir. Ja, so ist es. Und so geht es immer weiter. Und was die Fehler, die sie machen, sind alle Fehler, die wir auch machen. Im Allgemeinen merkt man das ganz deutlich, wenn man dann seine eigenen Kinder hat. Dann glaubt man, man kann es besser, und am Ende kann man es auch nicht besser. Alles die Ich-Position, die auch also eben die Meditation stört. Wenn man mal aufhören kann, sich damit zu beschäftigen, was ich möchte, was ich will, was ich werde, was ich kann, was ich nicht kann, wie ich sein möchte, wie ich nicht sein möchte, sondern einfach nur sein und sich dem Meditationsobjekt, dem Atem hingeben, dann funktioniert. Richtig Nein fallen lassen. Und das ist der Stirnfried. Ohne mich ist das Leben ganz einfach. Wir können aufstehen und die Beine strecken. Um mit der liebenden Güte-Meditation anzufangen, wollen wir noch einmal die Achtsamkeit auf den Atem lenken für ein paar Momente. Wir wollen uns vorstellen, dass wir unser eigener bester Freund sind. Jemand, der uns helfen will, wirklich inneres Glück und inneren Frieden zu finden. Was würde der uns wohl raten? Und wovon würde er uns abraten? Wir wollen uns selbst wie ein bester Freund umarmen. Und dieses Gefühl
der innigen Freundschaft für uns selbst empfinden, uns darin geborgen fühlen. Und wissen, dass ein bester Freund immer darauf aus ist, das Beste für uns zu tun. Und jetzt wollen wir der beste Freund unserer Eltern sein, ob sie noch am Leben sind oder nicht. Wir wollen sie in inniger Freundschaft umarmen, ihnen unsere Hilfsbereitschaft zeigen. Und das Gute für sie tun. Und jetzt wollen wir der beste Freund von den Menschen sein, die uns am nächsten stehen, mit denen wir vielleicht zusammenleben. Wir wollen nichts erwarten, sondern wir wollen ihnen unsere Freundschaft schenken. Sie innigst umarmen, ihnen unsere Zusammengehörigkeit zeigen. Unsere Hilfsbereitschaft. Ein reines Geschenk, ohne die Erwartung eines Gegengeschenks. Und wir denken an unsere Freunde, Bekannte, Verwandte. Und für jeden von ihnen wollen wir der beste Freund sein. Wir wollen ihnen unsere Freundschaft schenken, unsere Hilfsbereitschaft. Wir wollen für sie da sein. Das Beste für sie tun, die innigst in Freundschaft umarmen und sehen, wie sie das beglückt. Wir denken an die Menschen, denen wir im Alltag begegnen. Nachbarn, Arbeitskollegen, Lehrer, Schüler, Patienten, Verkäufer, Postboten. Wer immer uns in den Sinn kommt, wer immer unseren Alltag bevölkert,
Wir wollen ihnen unsere innige Freundschaft schenken. Ihnen dadurch zeigen, dass wir zusammengehören. Dass wir ihnen helfen wollen. Ihnen zur Seite stehen. Dass wir nicht separat sind. Und jeden von ihnen in Freundschaft umarmen. Ohne dass wir erwarten, dass sie das Gleiche tun. Jetzt denken wir an einen schwierigen Menschen in unserem Leben. Jemand, über den wir uns geärgert haben. Oder der sich über uns geärgert hat. Oder mit dem wir nicht konform gehen, den wir ablehnen. Dessen Ideen wir nicht teilen können. Und wir wollen auch für diesen Menschen der beste Freund sein. Und im Moment, wo wir ihn in Freundschaft umarmen, gleitet die Schwierigkeit von uns ab. Wir merken ganz deutlich, wir alle zusammengehören. Jeder auf jeden angewiesen ist. Und nur in Freundschaft wir harmonisch leben können. Und wir suchen nicht, dass uns jemand hilft, sondern wir verschenken unsere Hilfsbereitschaft. Und so wird auch der schwierige Mensch unser Freund. Und jetzt öffnen wir unser Herz ganz weit und sind der beste Freund von so vielen Menschen wie nur möglich. Wollen ihnen helfen, zur Seite stehen. Wollen nichts bekommen, sondern nur schenken. Zuerst verschenken wir unsere Freundschaft an alle die, die hier versammelt sind. Und machen viele neue Freunde. Und dann denken wir an die Menschen in der Umgebung. Und machen sie zu unseren Freunden, indem wir ihnen unsere Freundschaft unsere Hilfe schenken. Und dann gehen wir immer weiter und weiter, soweit die Kraft unseres Herzens reicht. Überall dort, wo Menschen sind, schenken wir ihnen unsere Freundschaft. Zeigen ihnen dadurch, wie wir zusammengehören.
Da warten keine Gegengaben. Und wir richten die Achtsamkeit wieder auf uns selbst. Umarmen uns als unser eigener bester Freund, der das Beste für uns will, der uns helfen will, den Pfad nach innen zu finden und unabhängiges Glück in uns zu erleben. Wir fühlen uns geborgen in der Umarmung dieses besten Freundes. Mögen alle Menschen Freundschaft für sich selbst und andere in ihrem Herzen zur Blüte bringen.